Herzlich willkommen bei Glaubenskompass. Seit Jahrhunderten wird er gebetet. Unzählige Generationen von Gläubigen haben durch ihn Hilfe und Kraft empfangen. Der Rosenkranz gilt als dezidiert katholisches Gebet und hat in der Geschichte der Kirche eine bedeutende Rolle gespielt. Kritiker hingegen verwerfen ihn als unbiblisch und Andachtsform alter oder abergläubischer Menschen. Mehr über dieses Schutzgebet der Christenheit werden wir heute erfahren von Pater Karl Wallner aus dem Stift Heiligenkreuz. Herzlich willkommen wieder, Pater Karl. Grüß Gott. Pater Karl, in aller Kürze vielleicht für Menschen, die noch nie vom Rosenkranz gehört haben, was ist der Rosenkranz? Der Rosenkranz ist ein Meditationsgebet, ein sehr biblisches Meditationsgebet, für das es auch ein Hilfsmittel gibt, eine Gebetsschnur. Ich zücke mal meinen Rosenkranz. Ich habe immer so einen Plastikrosenkranz mit, also weil der kann nicht zerreißen. Ich hätte auch schöne Rosenkränze von Papst Benedikt oder von Papst Johannes Paul II. Und der Rosenkranz ist eine Gebetsschnur, die man aber auch verwenden muss. Das Gebet selbst besteht aus einer Abfolge von Vater Unser und Gegrüßet seist du Maria. Insgesamt 50 Gegrüßet seist du Maria in 5 Segmente gegliedert, die man Gesetzchen nennt, mit einer Einleitung. Also das ist im kurz gefasst der Rosenkranz. Wenn man ihn zügig betet, dauert er ungefähr 22 Minuten. Ja. Wir Deutschsprechenden, wir haben ein bisschen eine langsame Sprache. Also ich habe den schon in England und in Amerika erlebt. Oder unsere vietnamesischen Studenten in Heiligenkreuz, also die beten ihn in 12 Minuten. Mhm. Ja. Aber unsere deutsche Sprache, die braucht einfach länger. Ist aber auch ganz gut, weil man dadurch besser meditieren kann. Sie haben die Gesetzchen angesprochen. Mhm. Es gibt 4. Es gibt Freude, Schmerz, Licht, Glorie. Mhm. Dabei liest man oft Betrachtungen. Ja. Was will uns das sagen? Wo will uns das hinführen? Ursprünglich im Mittelalter hat man so gebetet, dass man nach jedem Gegrüßet seist du Maria ein biblisches Geheimnis eingefügt hat. Dann war das, es war eigentlich eine Bibelbetrachtung, nicht? Man hat immer Jesus, der du die von Dämonen geheilt hast, oder Jesus, der du die blutflüssige Frau gesund gemacht hast und so weiter. Und man hat, dann hat man das auf die wesentlichsten Heilsgeheimnisse eingeschränkt, auf den Beginn des Lebens Jesu, der freudenreiche Rosenkranz, auf den schmerzhaften Rosenkranz, wo wir das Leiden Christi betrachten, und den glorreichen Rosenkranz, wo es um Auferstehung, Geistsendung, Himmelfahrt und die Aufnahme Mariens geht. Und Johannes Paul II. Hat ein Bedürfnis dann eben auch erfüllt. Er hat uns den lichtreichen Rosenkranz geschenkt, wo es auch um die Geheimnisse, die Mysterien des Lebens Jesu geht. Die Verklärung auf dem Tabor, die Hochzeit zu Kana, die Verkündigung des Evangeliums, Taufe im Jordan, Einsetzung der Eucharistie. Also dass wir auch das, was uns Jesus irdisch geschenkt hat, an Übernatürlichem auch in den Mysterien betrachten. Kurz zum Namen. Woher kommt der Name Rosenkranz? Was bedeutet das? Ja, Rosarium heißt eigentlich der Rosengarten, nicht? Also wir pflanzen, könnte man jetzt metaphorisch sagen, wir pflanzen aus Liebe eben jetzt einen Garten von Rosen zu Ehren der Mutter Gottes. Wir schenken der Mutter Gottes, ja, also Blumen sind ja, auch wenn zwei sich lieben, ein Ehemann schenkt am Hochzeitstag seiner Frau einen Blumenstrauß. Ja. Und genauso schenken wir der Mutter Gottes, die uns Christus geboren hat, einen Kranz, einen Strauß von Rosen, und die Rosen sind unsere Gebete. Sie sagten schon, Mutter Gottes, Maria, wird 50 Mal angerufen. Das ist auch der Grund, warum viele Christen eine ablehnende Haltung dagegenüber haben und sagen, ist es nicht eine Gotteslästerung, Maria anzubeten? Steht sie nicht viel zu sehr im Vordergrund und rückt Jesus Christus da nicht in den Hintergrund? Also wir können ja Gott schwer vorwerfen, dass Gott sich selbst lästert. Denn die Worte, die wir beim Gegrüßet seist du Maria sagen, stammen aus dem Mund Gottes durch den Engel Gabriel. Er ist es, der Maria grüßt. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Biblisches Wort aus dem Lukas-Evangelium bei der Verkündigung wird fortgesetzt durch ein zweites biblisches Wort.
Du bist gebenedeit, also gesegnet unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Das stammt aus dem Mund der Elisabeth, ist ebenfalls biblisches Wort. Gruß an Maria durch den Engel, durch Elisabeth. Der zweite Teil des Gegrüßet seist du Maria, der stammt dann von uns. Also wenn man ein Problem haben will, und die Protestanten haben es leider, dann kann man da ein Problem haben. Ist aber ganz selbstverständlich, dass wir innerhalb der Gemeinschaft der Kirche, die ja nicht nur aus uns Irdischen besteht, sondern auch aus den Heiligen, dass wir die Fürbitte der Gottesmutter Maria anrufen. Heilige Maria, Mutter Gottes, sie ist die Mutter Gottes, nicht durch eigenes Wollen, sondern weil Gott sie an diese Stelle gestellt hat. Und dann rufen wir eben ihre Fürbitte an. Das ist völlig problemlos. Ich kann Sie auch bitten, dass Sie für mich beten, und ich würde mich freuen, wenn Sie das tun. Und genauso können wir jene Frau, die uns Christus geboren hat, die jetzt bei Gott verherrlicht ist, um ihre Fürsprache anrufen. Für Sie als Priester, warum ist Maria ein Vorbild für alle Christen? Also Maria wurde einfach von Gott erwählt und hat sich darauf eingelassen. Nicht? Also sie, bei ihr haben wir genau diese Grundstruktur des Christlichen, dass Gott den Menschen sucht. Ja? Nicht, dass wir uns Gott ermeditieren, ja? Sondern Maria wird mitten in ihrem Leben getroffen. Plötzlich, sie erschrickt ja auch, wie Gottes Engel vor ihr steht, und dann lässt sie sich darauf ein. Und genau das fordert Gott von allen, ja? Dass wir uns auf sein Kommen, auf seine Gnade einlassen. Das war übrigens der Grund, warum Martin Luther einen wunderbaren Magnificat-Kommentar geschrieben hat, 1521, also wo er genau diese Haltung Mariens preist, dass sie sich eben jetzt in ihrer Niedrigkeit, Nichtigkeit übersetzt es dann leider nicht, aber Niedrigkeit ganz einlässt auf dieses Tun Gottes. Nun hat Jesus Christus uns aber auch gelehrt, wie wir beten sollen, nämlich das Vaterunser. Das stammt aus seinem eigenen Mund. Ja. Er hat auch gesagt, plappert nicht wie die Heiden. Warum denn dann ein Gebet wie der Rosenkranz? Wir müssen Jesus ganz ernst nehmen. Nicht? Deshalb steht auch das Vaterunser ganz zentral zwischen diesen Wiederholungsgebeten des Gegrüßet seist du Maria. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass der Rosenkranz also nicht theologisch bewiesen werden kann. Ja? Also über Gebet, das ist schön, über Gebet kann man theoretisieren. Der Rosenkranz hat eine eigene Effizienz in der Praxis, die man ausprobieren muss. Ich sage immer meinen Jugendlichen, die gern den Rosenkranz beten, weil er auch so leicht ist. Er ist ein Gebet für Kinder. Du brauchst im Prinzip nur drei Grundgebete. Das Vaterunser, das Jesus uns gelehrt hat, das Gegrüßet seist du Maria, das biblische Wort ist, und dann aus der Liturgie das Ehre sei dem Vater, wo der dreifaltige Gott gepriesen wird. Und dann wiederholst du das einfach. Und es ist dann eben wirklich kein Plappern wie die Heiden, sondern das Gegenteil. Der Gedanke, das Herz löst sich gleichsam eben jetzt, also vom gesprochenen Wort, und wird sehr, sehr unmittelbar jetzt eben Gott, Jesus, der Mutter Gottes Maria. Man muss das ausprobieren. Schauen Sie, ich bin ein Österreicher. Wenn jemand noch nie ein österreichisches Schnitzel gegessen hat, was soll ich dem lange erklären, wie das schmeckt? Da sage ich einfach, beiß rein. Ja, genauso war es bei mir. Ich habe einfach dann den Rosenkranz zu beten begonnen mit 17 und plötzlich habe ich gemerkt, du hast Hilfe, du hast Gebetserhörung, und noch dazu fühlt man sich wunderbar, wenn man mal gelernt hat, wie man ihn betet. Es ist wirklich eine Nähe zu Gott, die man erleben kann. Ein kurzer Blick in die Historie. Wo liegen die Anfänge dieses Gebetes? Ja, sehr stark bei uns Mönchen, auch bei uns Zisterziensern, denn wir sind ja gewohnt gewesen, die Psalmen, 150 Psalmen, innerhalb einer Woche zu beten. Und gerade in den Zisterzienserklöstern hatte man dann auch Mönche, die Latein nicht mehr konnten. Und deshalb auch das Psalmodieren war für die schwierig. Dann hat man gesagt, sie sollen halt pro Tag 150 Paternoster, also Vater Unser, beten. Und dann über einige Verbindungen ist daraus eben dieses Wiederholungsgebet, der Gegrüßet seist du Maria, entstanden. War immer ein Meditationsgebet, so wie wir es Mönche eben durch die Psalmen pflegen. 150 Psalmen, 150 Gegrüßet seist du Maria, geteilt durch drei, ergibt die drei Rosengrenze, 3 mal 50, die man eben bisher hatte, die dann wieder durch 5 geteilt, also 5 mal 10 Gegrüßet seist du Maria. Aber es kommt nicht auf die Quantität an, und ich möchte allen Zuseherinnen und Zusehern raten, probiert es einfach. Ja, ihr müsst ja keinen Rosenkranz kaufen, man muss ihn nicht einmal haben, sondern es genügen ja die 10 Finger der Hand, an denen man dann die Gegrüßet seist du Maria abzählen kann. Jetzt habe ich eingangs gesagt, der Rosenkranz gilt als Schutzgebet der Kirche, aber auch für den einzelnen Gläubigen.
Gibt es da Belege aus der Geschichte oder auch persönliche Erfahrungen, dass Menschen gesagt haben, ja, das ist wirklich ein besonders wirkmächtiges Gebet? Also Schutzgebet, ich würde fast sagen ein Sturmgebet, nicht? Also damit erstürmt man gleichsam die Hilfe Gottes und man spürt es auch, wenn man in Not ist, greift man eigentlich automatisch zum Rosenkranz. Also wir haben viele, viele geschichtliche Beweise dafür. 1571, nicht am 7. Oktober, die Schlacht bei Lepanto, wo Europa in einer Bedrohung war durch die Armada, durch die türkische Armada und dann eben unter den Juan Carlos, diesen Don Juan eben diesen Sieg errungen hat. Das Rosenkranzfest stammt von daher. Wir in Österreich, wenn ich das auch einbringen darf, wir verdanken dem Rosenkranz, dass wir 1955 von der russischen Besatzung frei geworden sind und einen Staatsvertrag lang vor dem Jahr 1989 bekommen haben und dann auch die sowjetische Besatzung abgezogen ist, weil es seit 1945 eben in einer Bewegung namens Rosenkranz-Sühnekreuzzug gebetet worden ist. Meine Großmütter haben mir erzählt, die waren damals junge Frauen natürlich, wie die damals nach Wien gefahren sind und dann ist man öffentlich über den Ring Rosenkranz betend gegangen für die Freiheit Österreichs und am Rand sind noch im Jeep eben die berühmten vier Besatzungsmächte, die Amerikaner, Engländer, Franzosen und die Russen gestanden und Österreich ist frei geworden. Ein bekanntes Beispiel, der Rosenkranz-Sühnekreuzzug. Pater Wallner, abschließende Frage. Man bezeichnet den Rosenkranz auch als Gebet der Neuevangelisierung und besonders der heilige Papst Johannes Paul II. Hat das so gesehen. Wie hängt das für Sie zusammen, Neuevangelisierung und Rosenkranz? Also die Mutter Gottes hat immer Kindern zugemutet, wenn sie wo erschienen ist, den Rosenkranz zu beten, in Lourdes, in Fatima und so weiter. Und ich merke das auch bei unserer Jugendseelsorge, die Jugendlichen lieben den Rosenkranz, ja, weil er so einfach ist, weil er so kindlich ist, weil er auch demütig jetzt eben macht. Und deshalb glaube ich, wenn wir in die Zukunft kommen wollen, geben wir jungen Leuten den Rosenkranz und beten wir für die jungen Leute, dass sie durch den Rosenkranz beten lernen. Pater Karl Wallner, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Sehr gerne. Ihnen daheim, vielen Dank, dass Sie wieder mitgemacht und mitgedacht haben. Das war Glaubenskompass. Behüt Sie Gott und bis zum nächsten Mal. Die Reihe Glaubenskompass können Sie kostenlos online über unseren Shop bestellen. www.kirche-in-not.de/shop